Ich habe gestern eine Nachricht gesehen im Internet, beziehungsweise bei der Tagesschau, dass nach und nach beispielsweise die türkischen Imame oder Gelehrte, die aus Türkei extra nach Deutschland kommen und in den türkischen Moscheen unterrichten, nach und nach ersetzt werden sollen durch Imame, die in Deutschland das gelehrt bekommen. Und da habe ich mich gefragt, wie das umgesetzt wird. Aber natürlich versucht man dann da dementsprechend auch irgendwo den Islam nach gewissen Vorstellungen des Deutschen zu biegen, denn da wurde auch erwähnt gehabt, dass versucht wird, deutsche Gesetze auch damit in Einklang zu bringen, weil die türkischen Imame das ja nicht verstehen würden etc. Wie sollte man als Muslim in Deutschland damit umgehen? Ich bin ehrlich, als ich die Nachricht am Anfang gelesen habe, ich habe mit einem Bruder mich darüber unterhalten und ich habe gesagt, einerseits finde ich das gut, aufgrund der Sprache. Denn in vielen Moscheen, die sind groß, da gehen auch viele Nicht-Türken hin, sie verstehen leider gar nichts. Aber als er mir sagte, Bruder, das stimmt zwar, ich bin ganz deiner Meinung, aber das Problem ist, die Imame, die dann ersetzt werden, sind dann Imame, die hier ausgebildet werden, die rein gar nichts mit den originalen Texten zu tun haben. Wo man dann einen Islam nimmt und sich zusammenbastelt, wie dieses Dings da, was man aufhängt, wo man im Geburtstag die Nicht-Muslime ihre Augen verbinden und dann hauen, wo dieses Pferd so aussieht, als wenn es, keine Ahnung, gerade von sonst wo gekommen wäre, so sich dann den ihren Islam aufbauen, also zusammenbauen. Das ist das Problem, das ist wirklich ein großes Problem. Und wir natürlich, egal, wir Prediger, auch jene, die in Medina studiert haben, sonst wo, wir werden nie und nimmer rechtlich von denen Tore geöffnet bekommen, um den Islam zu predigen, so wie er ist. Das ist uns klar. Und es wird immer mehr eingeengt, es wird immer mehr Probleme gemacht. Probleme, wo keine Probleme sind, werden geschaffen. Nur um uns immer mehr in die Ecke zu dringen. Aber dann natürlich diese geförderten Imame, die rein gar nichts mit den Texten der Sunna oder des Koran zu tun haben, im Vordergrund zu stellen. Und das wird natürlich ein großes Problem für uns und für unsere Kinder werden. Auch daran habe ich keinen Zweifel leider. Das wird definitiv darauf hinauslaufen, dass unsere Kinder dann Dinge gelehrt bekommen werden in der Schule, die rein gar nichts mit dem zu tun haben, woran wir glauben, gemäß dem, was im Koran klar und deutlich ist und in der Sunna des Propheten a.s. Möge Allah uns schützen und bewahren. Das ist, wie gesagt, einerseits gut wegen Sprache, andererseits eine Katastrophe, was die Aqida angeht. Ya dakira al-ashab, kum mutaddiban.